In diesem Wüstenlevel bekommen wir einen weißen Edelstein und ein lila Kristall. Wir haben hier neue Gegner. Hier, wenn er sich umdreht, dann einfach auf den Rücken schlagen, dann stirbt er. So ein Level-Up. Hier bei diesem Teppich-Dude einfach von vorne draufschlagen. Die sind harmlos. So, dann haben wir hier Skorpione. Einfach warten, bis er durchrennt. Dann kannst du weiterklettern. Hier haben wir einen Checkpoint. Bei diesen Affen rutschen. Dann stirbt er. Hier haben wir oben eine Kiste. Die kann man leicht übersehen. Wieder ein Affe. Einfach wieder rutschen. Ja, du merkst, die Levels werden jetzt schon länger. Von der Schwierigkeit ein bisschen schwieriger. Minimal. So. Wir haben im Endeffekt pro Welt 6 Levels, davon 5 normale und jeweils immer einen Bossfight. Hier haben wir den lila Kristall und das Bonuslevel. Also es gibt 5 Welten. Später kommt dann noch eine 6. Welt, aber das zählt dann oder machen wir dann erst nach dem Zeitkämpfen. Im ersten Durchgang konzentrieren wir uns auf die Story und machen ja erstmal die 30 Levels, die 5 Welten, eins nach dem anderen. Ja, das Level hast du schon fast geschafft. Halt durch, nur noch ein kleines Stückchen. So, hier geht's nach oben. Hier wieder den Affen wegrutschen. Dann trifft da hinten den Teppich-Dude. Dann machst du einen Double-Kill. Hier nicht direkt an die Kisten stellen. Ein bisschen weiter entfernt. Hinstellen. Und dann, ja, triffst du die normalen Kisten und nicht das Nitro. Du wirst mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen, wie weit du entfernt stehen musst, damit du das Nitro nicht triffst. Ja, den weißen Edelstein einsammeln. Level hast du geschafft. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und dann sehen wir uns in Level 8 und abonniere den Kanal.